Hallo YouTube, ich bin der Baumentor. Das könnte dich interessieren, denn ich weiß, was die Bäume denken. Heute haben wir ein spezielles Werkzeug für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist im Mittelalter erfunden worden, eine sogenannte Stabstrickleiter. Und die wurde lange eingesetzt von der Bundeswehr und vom THW. In der Schweiz gab es auch ein Modell. Also ich persönlich habe deutsche Modelle und ein Schweizer Modell. Und dazu gibt es einen raffinierten Haken. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ding funktioniert. So, wir haben jetzt hier die Stabstrickleiter einmal ausgefahren. Jetzt kommt hier der Haken, wird hier befestigt. Einmal rein hier, zack. Auch hier rein. So, und jetzt sind wir schon so weit, dass wir die zusammenstecken. Ein wirklich geniales Prinzip. Jetzt wird daraus eine Stange. Das geht relativ zügig, wenn man sie erstmal passend hingelegt hat. Hallo. Hallo. Okay. So, jetzt haben wir unsere Leiter hier. Jetzt müssen wir bloß noch das System öffnen, mit dem wir dann unseren Haken wieder lösen können. Weil, wenn wir die Leiter da oben einhängen, ist ja das eine. Ist ja schön. Okay, also, wenn wir jetzt die Leiter, wir nehmen die halt, stellen die hoch, halten die so. Jetzt können wir sie direkt in einen Ast einlegen. Und jetzt durch einen kräftigen Zug holen wir uns jetzt hier, können wir die Glieder auseinanderfahren. Die ist natürlich länger, als wir sie brauchen gerade. So, jetzt kann man bequem, sag jetzt mal, den Baum hier hochgehen. Oder man kann das auch an Gebäuden machen, zum Beispiel auf dem Balkon oder so, kann man die einhaken und dann hochgehen. Wenn sie frei hängend ist, ist das Ding schwer zu beklettern. Also ich mache dann gerne, dass ich oben noch in den Haken ein umlaufendes System reinmache, mich damit sicher und kann dann quasi mich hochziehen und ja, dadurch habe ich nicht das Problem, dass ich mich hier festhalten muss, weil wenn das Ding hier richtig wackelt, hat man schon ein ungutes Gefühl. Ja, man kommt zwar hoch, aber es ist nicht angenehm, weil das dann so frei schwingend ist. Wenn das an irgendeiner Wand ist, geht es halt leichter. In dem Moment, wo ich mit dem Fuß hier das so ein bisschen ausbalanciere, habe ich hier keine Probleme weiter. So, wie gesagt, jetzt kann ich da hochgehen. Für die Baumpflege ist das System leider nicht so gut geeignet. Also wenn man das versucht, hat man immer das Problem, dass die Leiter, also wenn sie dann als Stange da ist, relativ sperrig ist. Man kann nicht so zwischen den Ästen damit rummanövrieren, weil man hebelt die hoch. Aber dann hat man nicht die Chance, jetzt nochmal wie mit einer festen Stange da. In dem Moment könnte das passieren, dass die dann auseinander gehen, die Glieder. Aber es ist mal eine interessante Technik. Wie gesagt, die wurde früher im Mittelalter entwickelt. Da hat man dann Stadtmauern mit erklettert und so. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Clou. Einmal, wie gesagt, das Einhängen war das eine. Der zweite Clou ist dieser Haken. Wenn ich jetzt hier oben dran ziehe, dann klappt der Haken, das zeigen wir gleich nochmal unten, klappt der runter und hebelt mir das ganze System aus. Und ich habe es hier unten dann liegen. Ja, das ist, kann man nochmal zeigen. Ich hänge das Ganze ein in den Ast. Da hängt das so. Und wenn ich es jetzt wieder löse, ziehe ich einfach nur hier runter. Und dann fällt das aufgrund der Hebelwirkung, dieser Hebelwirkung wieder vom Ast ab. Und dann kann ich das ganze System wieder nehmen. Interessant, wie gesagt, fürs Klettern eher semi geeignet. Aber als zünftiger Kletterer oder Baumpfleger und so interessiert man sich ja für verschiedene Sachen, dass man mal von gehört hat. Im Geocaching war das mal ein sehr gehyptes System. Ich halte es für bedenklich, wenn man nur darauf
fixiert ist und ein T5 macht, kann das auch sehr gefährlich werden. Wie gesagt, man ist immer locker hängend und wenn man sich nicht festhält, ja, also es ist nicht so sicher, sage ich jetzt mal so. Man muss sich immer festhalten und besser ist dann halt eine Zwischensicherung reinzumachen, mit dem man halt auch sich blockieren kann und falls man jetzt mal wegrutscht oder ja, also ja, muss jeder mal wissen, ob er damit mal rumexperimentiert oder nicht. In jedem Fall interessant und ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Video.